Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und in dem heutigen Video bin ich mal auf der 1.16 statt auf der 1.89 unterwegs, denn ich wurde zu einer schicken Videoidee eingeladen und die stammt vom Lean Playfacts. Der ist auch gerade online, das ist gar nicht mal so schlecht, denn er hat mir mal auf der 1.16 hier sein Casino gezeigt. Und ja, stimmt, ich sag auch so, wie es ist, Casino sind Schmutz, brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren. Aber ich habe es ja auch schon letztes Mal vorgestellt, wenn es so etwas gibt, zum Beispiel wie das Tic-Tac-Toe, ist ja auch Glücksspiel, stelle ich aber trotzdem gerne mal vor. Oder das Casino, was ich euch jetzt hier vorstelle, das gibt es auch so, wie es mir erklärt wurde, habe ich auch noch nicht gesehen, so in dem Sinne noch nicht. Wenn ihr Geld in Casinos payt, dann legt euch einen Betrag fest. Tut nicht allzu viel da reinstecken, denn am Ende gewinnt meistens die Bank. Also immer darauf achten, wollt ihr Geld da investieren oder nicht. Ich spiele zum Casino, also wenn ich Casino spiele, tue ich es auch nur mit Freispielen machen. Ansonsten stecke ich da auch kein Geld rein. Ganz wichtig hier, kurzer Disclaimer. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal zum Plot hin. Und das ist, ja, habe ich schon gewundert, dass er sich das sichern konnte. Und zwar bei PH Casino kommen wir zum 1.16 Casino von Playflex. Er hat auch einen Trailer gemacht, den kann ich euch auch mal in der Beschreibung verlinken. Ich habe hier auch in der EC ein paar Coins von ihm bekommen. Hier habe ich auch schon Beacon gewonnen, den ich gar nicht hätte gewonnen sollen. Ja, wie auch immer. Ich habe auch hier eine Liste bekommen, damit ich euch eine kleine Führung geben kann. Und zwar haben wir hier den Teleporter und da sind die ganzen Slots hier erstmal, ja, sag ich mal, gut präsentiert. Wir haben hier zum einen den HDL-Bereich. Ich muss mal schauen. Ah, hier, der HDL-Mini mit Münze oder Haudi-Lampe. Das ist hier dieser Bereich. Dort kann man zeigt den Hauptgewinn an. Hier wird auch immer angezeigt, welchen Coin bzw. Chip man braucht. Jetzt braucht man hier die Mini-Münze und der Hauptgewinn sollte 10.000 maximal sein. Genau, das ist dann ganz oben der Kopf. Da gewinnt man hier maximal 10.000. Hier sind noch überall Teleporter. Müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht hoch und runter springt. 10.000 kann man hier spielen. 200.000, da braucht ihr aber die Big-Münze. Und hier geht es halt 5 Coins, ist ein Spin, ganz wichtig. Also gut die Schilder durchlesen, sonst macht ihr hier mehr Minus. ja, hier haben wir 30.000, da brauchen wir einen einzigen Coin statt 5. Und hier haben wir nochmal 100.000, da brauchen wir 3 Coins, um die 100.000 dann eventuell ja, zu gewinnen. Und ihr seht schon, hier sind sehr viele Lampen. Ich würde aber mal meinen, wir fangen hier ganz vorne an. Ich zeige euch das Ganze mal. Ich habe hier auch, und die Mini-Münzen brauchen wir jetzt. Stecken wir mal hier ein paar ein. Und ja, hier noch ein paar 16 Stück. Jetzt brauchen wir die Mini-Münze. Ein Coin ist ein Spin. Dann stellen wir uns hier auf die Druckplatte. Ich finde auch generell die Deko in der 1.16 einfach nur geil gemacht. So, hier haben wir die Übersicht, was wir gewinnen können. Ganz oben der Jackpot 100.000. Da kommen dann Effekte wie Feuerwerk oder Feuerkugeln. Dort hinten sieht man auch, oder hier vorne auch, Feuerwerk und hinten die Kugeln, je nachdem, was man gewinnt. Hier bei den Gewinn kriegt man zum Beispiel nichts, sondern nur bei den 10.000. Dann hier kommen die Münzen rein. Hier kann man jetzt zum Beispiel, sage ich mal, lege ich mal 10 Mini-Münzen rein. Und dann geht er jetzt 10 mal hoch und runter. Und dann, je nachdem, wie hoch das Glück ist, geht da mal mehr, mal weniger hoch. Und da haben wir zum Beispiel jetzt einen Eisenblock einmal gewonnen. Und na, nicht normal, aber hier vorne ist dann die Gewinnausgabe. Also lasst erstmal die Maschine durchlaufen. Oh, wir haben sogar einen Coin gewonnen, sehe ich gerade. Da habt ihr auch, ja, hier kommt dann auch ein kleiner Ton. Hier haben wir jetzt den Eisenblock und die zwei Münzen, die wir gewonnen haben, seht ihr auch, sind dieselben logischerweise. Und mit diesen Coins, die wir hier gewonnen haben, ihr müsst auch übrigens, nachdem wir die Druckplatte verlassen haben, nicht gleich in Panik verfallen,
Das geht hier dann nach ein paar Sekunden hoch und wieder runter. Falls ihr mal aus Versehen die Druckplatte verlassen habt, dass sich irgendeine Heine reinkommt und euch den Gewinn wegschnappt. Ja, ich würde sagen, 200k machen wir zuletzt. Wir gehen jetzt erstmal in den 30k-Bereich. Hier brauchen wir ein Coin für einen Spin. Stellen wir uns wieder auf die Druckplatte, warten, bis es hier zu ist. Und dann haben wir hier die Gewinnübersicht. Da haben wir einmal eine Minimünze, kein Effekt. Dann noch eine Minimünze. Da gibt es aber komischerweise dann irgendwie einen Feuerkugel-Effekt. Und 30.000, da gibt es dann den Feuerwerk. Und dann gibt es hier wieder den, da tue ich jetzt einfach mal hier neue Münzen reinlegen. Und dann warten wir kurz und dann gehen wieder die Lämpchen hier an. Und dann können wir, oh, wir haben... Okay, das hatte ich auch noch nicht. Also wir wären fast an den 30k. Und mir wurde gesagt, dass man sich seine Gewinne hier auf der 1.16 auf der 1.8 auch auszahlen lassen kann. Habe ich auch noch nicht gehört, dass das hier funktioniert. Ich muss mal ein bisschen schauen, wie viele Coins ich habe. Ich habe hier noch 48. Je nachdem, wie viel ich hier noch übrig habe am Ende. Ich tue hier erstmal ein bisschen weniger reinhauen. Nicht, dass ich am Ende zu wenig habe. Und je nachdem, was ich gewinne, können wir hinterher auch ein bisschen was verlosen. Hier haben wir den 100k-Bereich. Da brauchen wir 3 Coins für einen Spin. Das heißt, wir können hier jetzt dreimal spielen. Und als ich das hier das erste Mal gesehen habe, Junge, Junge, also Epilepsie-Warnung, ahoi, sage ich dann nur. Wir legen jetzt hier mal die 9 Münzen rein. Und dann... Ja. Ich weiß von... Also für mich war... Also anders sich gerade viel... Oh, Moment mal, mir ist gerade aufgefallen. Ich muss mal hier kurz den Gewinn rausnehmen. Ich habe gerade bei 30k-Maschine meinen Gewinn gar nicht rausgenommen. Fällt mir gerade ein. Das. Oh, Moment, 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 Moment. Ja, Moment, Moment, Moment. Den brauche ich noch. Danke, jetzt kannst du rein, danke. Oh, nee, Alter. Moment. Also, hier haben wir jetzt 100.000 zu gewinnen. Einen Beacon, den habe ich zum Beispiel in der LC schon. Oder wieder eine Minimünze. So, jetzt geht es auf als zweiten Punkt. Habe ich das Case Opening. Das fand ich auch erstmal Case Opening. Auf der 1.8 kennt man das ja, dass da die Sachen durchlaufen. Warum laufe ich eigentlich zu dem Teleporter, das mir bis hier... Ach, egal. So, Case Opening ist logischerweise die Truhe. Und hier wird mit den Big Münzen wieder gespielt. Da tue ich mir mal hier ein paar schon zurechtlegen. Und das finde ich echt geil. Wir stellen uns mal hier auf die Druckplatte. Und jetzt haben wir hier eine Gewinnübersicht, was wir gewinnen können. Es gibt einmal einen großen Gewinn, einen epischen Win, einen Mega-Win, einen Super-Mega-Win und einen Kolosseum-Win. Das ist von, ja, leichter zu erreichen bis schwierig zu erreichen, von links nach rechts. Und hier haben wir die Stufen, Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3. Bedeutet, wenn wir hier die 100.000 gewinnen, haben wir das, also das hier ist der Hauptgewinn. Was? Ach so. Ach, schon, es geht nach unten hier auf 1.16. Bedeutet, wir können Drachenkopf gewinnen. 100k Netherite Block. Und ich habe mir letztens angeschaut, wie man Netherites farmt. Junge, Junge, wie ich da überhaupt keinen Bock drauf hätte, sage ich ganz ehrlich. So, jetzt habe ich aber gepennt. Jetzt wollen wir nochmal ganz schnell schauen, wie viele Coins ich hier einsetzen muss. Und zwar... Moment mal... Muss ich ein? Muss ich ein? Muss ich ein? Wenn du ein... hier muss ich einen reinlegen, oder? Bevor ich jetzt hier ein, was falsch reinlege. So. Wenn ich... hier haben wir auch vorne wieder unsere Lichter. Immer in den Spender rechts von dir. War das jetzt ein Jahr? Wir haben nämlich jetzt hier grün und grau. Bedeutet, diese Lichter markieren den epischen Win und einmal den großen Win. Und je nachdem, ich habe auch die Redstone-Leitung gesehen, das sieht da sehr bunt aus, sage ich mal. Ja, ich sag mal so, ich tue jetzt mal einen Coin reinlegen und schaue, ob hier was funktioniert. Ah, es funktioniert sogar. Und da geht's los. Wir haben da sogar orange. Blau haben wir.
Ganz schön schauen. Okay, orange ist besser als blau. Okay, ein Licht ist aufgegangen und wir haben einmal grün. Und mal grün war Smaragdblock epischer Win und was? Okay, TNT und ein Netherite ist ein epischer Win. Weil jetzt muss ich... Ich bin gerade leicht verwirrt. Ich mache das Ganze am besten jetzt normal. Ich lege hier mal 6 Coins rein. Ich denke mal, so wie ich das gemacht habe, schon richtig. 1.16 Technik ist mir sowieso neu, deswegen. Bis jetzt war ich nur auf der 1.8er mal unterwegs. Und ich hätte wahrscheinlich bei Redstone die Blöcke ausmachen müssen. Okay, einmal leuchtet die Lampe und wir haben hier einmal grün. Jetzt geht's, denke ich mal, mit der zweiten Runde los. Oh, wir haben sogar einmal orange. Orange wäre natürlich super. Da. Ui. Wir haben auch einmal... Wollen mal, das ist doch... Das ist Colosseum Win. Das Grüne wieder. Schade Schokolade. Aber nächste Runde geht los. Wieder einmal orange. Wollen mal, während wir... Blau. Blau wäre schick. Ja, grün. Ich glaube, wir kriegen grün wieder. 200.000 Euro gewinnen. Oh, 200.000 Euro hätte ich gerne. Ich werde mal auf Musik, und zwar die Blöcke. Meine ich, sollte man aufstellen, damit man nicht das Redstone hört. Das stand auch bei einer Maschine dabei, das weiß ich. Welche das war, fragt mich nicht. Aber wir kommen dazu eh noch später. Wir haben schon wieder grün. Haben wir hier schon was gewonnen? Wir haben sogar einen TNT schon gewonnen. Das ist ein epischer Win auf Stufe 2. Ich weiß gar nicht. Ob ich hier gerade am ein... Ach doch, es geht doch weiter. Ich dachte... Ui! Moment mal, jetzt muss man mal... Colosseum Win haben wir. Wir haben... Eieiei, wir haben den Beacon gewonnen. Ui, Memo, schau mal. Also, wir haben den Beacon, also die Stufe 1 gewonnen. Stufe 2 wäre 7.800 Dollar. Und 100.000 wäre der Hauptgewinn. Wir haben jetzt zum Beispiel Stufe 1 Colosseum Win. Das schon mal sehr gut, würde ich meinen. Also, ich dachte gerade schon, ich bin hier eingepennt und habe irgendwas verkackt, aber das habe ich einfach was den Hauptgewinn gezogen. Das war auch schon mal gut. Als nächstes kommen wir zum Power Diving. Ist beim türkisen Block hier zu erreichen und hier sehen wir schon, brauchen wir eine Mini-Münze. Die haben wir hier schon mal 14 Mal. Und hier ist der Eingang. Und hier kann man sich die Power holen. Wir schwimmen hier einmal nach unten und bekommen erstmal Schalen, weil es uns gut gefiel. Aktuell besetzt ist sie nicht. Ist offen. Hier haben wir noch die Ultra Big Wins, die Gewinner, Dwarf, Affe. Was? Your Name? Ach so, und Hero Gamer. Zwei Leute haben bis jetzt 50.000 gewonnen. Der Rest ist noch offen. Hier können wir uns wieder auf die Druckplatte stellen. Und dann ist es zugegangen. Perfekt. Hier haben wir wieder die Gewinnausgabe. Coins zum Kaufen haben wir. Zeige ich euch nachher auch, wie ihr Coins bekommen könnt, weil Bots auf der N16 ja nicht erlaubt sind. Hier ist das eine... Ach, das ist eine Blume. Ich dachte gerade, das Glas war da im Weg. Hier sehen wir schon, da gibt es wieder Skelettschädel, ein Beacon und wieder ordentlichen Geldbetrag. Ich würde sagen, wir legen mal hier 7 Coins rein. Ein Coin ist ein Spin, stand da. Das bedeutet, wir sollten hier 7 Spins haben. Und hier gibt es auch Musik. Ich habe sie nicht erkannt. Falls ihr die Musik erkennt, schreibt in die Kommentare. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch die Musik erkannt. Ich kann sie nicht, weil ich die Serie, die Filme nicht geschaut habe. Aber
die meisten von euch sollten die Serie bzw. die Filme geschaut haben. Deswegen so Goldblöcke tun wir gerade. 6, Alter. Eine Wither-Rose. Oh, sogar was zu essen. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe sogar hier noch Melonen bekommen. Okay, da haben wir Netherite-Barren. Wieder die Rose. Ja, also ich habe zwar keine Ahnung, wie es hier in der 1.16 Wirtschaft so auf und ab geht mit Beacons, aber die scheinen hier schon gut begehrt zu sein von den teureren Items, wenn die hier so weit hinten sind. Also Gold kann man hier sehr gut verdienen, Goldblöcke. Also wer Goldblöcke braucht, der kann sich jetzt Münzen holen und spielen. Der hat dann auf jeden Fall hinterher, denke ich mal, genug. Also nur so Netherite-Bahn, den würde ich schon gern mitnehmen. Ich glaube, wir sind hier soweit fertig. Dann haben wir 51 Goldblöcke. Kabeljau ist auch sehr gut. Wir wollen nicht immer nach Essen schnorren. Und wenn wir fertig sind, gehen wir einfach wieder von der Druckplatte runter. Dann geht es hier wieder auf. Und dann haben wir hier den Ausgang. Und dann brauchen wir nicht mal Leertaste zu drücken. Das geht anscheinend hier auf der 1.16 auch schon vollautomatisch. Ich muss anscheinend auf der 1.16 hier nur rumstehen und bin schon der Coolste, würde ich meinen. Dann haben wir hier direkt daneben Powerblume. Und hier haben wir auch alle Gewinne. Zum Beispiel 50.000 ist der Kolosseum-Gewinn. Ein Netherstern, Netherite-Barren. Ein Super-Mega-Gewinn ist ein Netherite-Block. Und Netherite-Platten ist ein großer Gewinn. Hier geht's rechts. Hier ist der Eingang. Dann gehen wir hier runter und hier haben wir die Erklärung. Es gibt eine Platte, Tür auf, Tür zu. Logischerweise wie bei jedem. Bezahlung etc. Gut, wir gehen hier einmal. Ist ja offen. Gehen wir einmal rein. Und dann können wir uns hier hinstellen und dann sehen wir schon Autospin. Ein Spin ist ein Coin und den müssen wir hier reinmachen. Da legen wir jetzt einmal mal 12 Coins rein. Und dann schauen wir hier unten. Hier haben wir sogar eine Blume schon. Das ist doch, denke ich mal, besser als Gras, würde ich meinen. Jetzt haben wir nur Gras. Eine Blume haben wir. Nochmal Gras. Also, wo Playflex mir es gezeigt hat, hatten wir, glaube ich, nur Gras. Oh, jetzt sogar schon die zweite Blume. Das heißt, ich habe jetzt schon mal mehr Luck. Woran liegt das wohl? Moment mal. Hä? Wie geil ist das denn? Ich kann einfach F5-Modus durch das Glas machen. Ey, das ist doch mal schick. So, das ist auch zu. Dann müssen wir später auf die Druckplatte gehen. Oh, die dritte Blume. Das ist doch schon mal schick. Win jede Blume ein Coin plus... Das sind die Spawnfelder und Freispiele. 3 Blumen gleichzeitig. Hatten wir jetzt zwar nicht. Hier haben wir unsere Gewinnausgabe. 3 Diamantblöcke, ein großer Gewinn und nochmal 4 Münzen. Und hier haben wir den Freispielerraum. Der ist aber nicht geöffnet worden, weil wir eben ja keine 3 Blumen hintereinander bekommen haben. Es gibt hier jedoch noch den Beacon Verdreifacher. Ich habe hier nämlich... Moment, das war der falsche. Ja, 1, 2 Beacons bekommen. Den Colosseum Win, den hebe ich mir auf. Ich nehme jetzt mal den Beacon hier und versuche das damit. 3 Beacons, Win 20% Chance. Da gehen wir hier einmal rein, stellen uns auf die Druckplatte. Als wenn es ein Beacon bedeutet, ein Beacon ist einmal Spin. So, die Tür ist zugegangen. Bedeutet, wir tun hier unseren Beacon reinlegen. Und dann müssen wir hier einmal auf die Lampen achten. Eine Niete ist an sich schon ein Bitcoin. Den haben wir jetzt auch gewonnen. Ganz einfach. Ist leicht zu erstellen, leicht zu verstehen. Da muss ich, denke ich, jetzt mal keinen Stack dafür reinhauen, damit ihr das versteht. Gut, wir haben jetzt hier auf jeden Fall noch 43 von den Coins und 35 von den Minimünzen. Ich würde meinen... Wir tun im HDL-Bereich bei... Ja gut, die sind hier nicht benannt. Das ist auch so mal, schon mal super. Ich würde meinen, ich tue jetzt hier nochmal bei den 200er-Cars hier ein paar reinhauen.
die Big Münzen, jeweils 5 Coins. Dann würde ich sagen, hauen wir da, ja gut, das war jetzt komplett dumm von mir, 20 Coins rein. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch was Gutes verdienen, was wir vielleicht raushauen können. Ja, ich sag mal so, Glücksspiel kann süchtig machen. Wir haben nichts gewonnen, wie man offensichtlich sieht. Und so schnell sind wir schon 20 Big Münzen losgeworden. Wir gehen aber, das mit der Powerblume fand ich schon mal ganz geil. Das würde ich gerne nochmal machen. Das Powerdiving fand ich auf eine Art, Moment, hier ist der Eingang, fand ich auch ganz interessant. Vor allen Dingen das mit dem Wasser, das flasht mich einfach jedes Mal. Das würde ich gerne auch nochmal machen. Da brauchen wir ja hier die Mini-Münzen. Die haben wir ja jetzt, da würde ich sagen, hauen wir 18 Stück nochmal rein und lauschen der Musik zu. Ah, jetzt. Gut, das muss ich zensieren, sonst habe ich es geleakt. Gut, da bin ich an sich fertig. Die Musik braucht auch wieder immer noch eine halbe Stunde, bis sie fertig ist. So lange geht das Gefühl, das Lied. Ich kenne das Lied nicht, deswegen weiß ich nicht, ob es sich schon wiederholt oder nicht. Aber jetzt hat es auch aufgehört. Wir haben leider wieder, obwohl was heißt leider nur Gold. Gold ist 24 Karat. Das kann man immer gut gebrauchen, sage ich mal. Wir haben jetzt noch 23 Münzen und 17 Coins übrig. Ich werde jetzt einfach nochmal hier die restlichen 17 Münzen bei der Powerblume mein Glück versuchen. Vielleicht kriegen wir ja ein, zwei Freispiele, wer weiß, aber... Oh, hier haben wir schon mal eine Blume. Gut, da sind wir auch fertig. Wir können in die Gewinnausgabe schauen. 5 Tierblöcke, 5 Mini-Coins. Und... oh, ja, perfekt. So, Türen öffnen bitte wieder. Das soll natürlich nicht passieren. Ich muss auch gleich was richtig Dummes erzählen, was mir gerade aufgefallen ist dazu. Aber wir gehen nochmal hier zum 30k, würde ich meinen. Da hauen wir hier nochmal ein Coin. Ja, würde ich sagen, hauen wir nochmal hier circa 14 Coins rein, sage ich mal. Denn was mir gerade aufgefallen ist, das habe ich gerade überhaupt nicht bedacht. Hier, liebe Playfacts, hat mir nämlich eine Liste gemacht. Der hat mir nämlich das durchgerechnet, wie viele Coins ich an jeder Slot so circa mal verspielen sollte. Hat mir die eben dann dementsprechend zurecht, ja, gestellt. Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, wenn ich gerade bei Powerblume zugesehen habe, ist mir einfach aufgefallen. Ich habe die Liste zwar, aber ich habe sie gar nicht mehr des Videos beachtet. Aber zum Glück haben wir sie, meine ich, ungefähr so eingehalten. Ja. Also sonst ist Suso immer der Typ, der hier komplett reinloost, aber ja, sag ich mal so, wir haben alles gesehen, die Welt lebt noch, alle Menschen noch am Leben hier, von daher halb so wild, sag ich mal. Hier beim 100k tun wir auch nochmal dreimal die Wins hier herausfordern, ob wir da was Schickes gewinnen. Das war einmal, jetzt das. Ui, wir haben einen Beacon. Wir haben einen Beacon. Uiuiui, Mensch, Mensch, Mensch. So geht die Party hier also ab. So sieht das also aus, ne? Und die letzten Coins, würde ich meinen, haben wir hier nochmal bei der 10.000er Maschine rein. Hier müssen wir noch ein bisschen aufholen. Der 10k geht... Oh, fast. Fast. Aber wir haben einen großen Coin. Und da sind wir auch schon wieder durch. Wir haben zwei Eisenblöcke und eine Big Münze. Da könnten wir jetzt mal schauen, was wir, wenn wir da hier, welchen Gewinn wir jetzt daraus noch hier raushauen. Hier, komm, da holen wir uns nochmal kurz die 30k ab. Easy. Na, schade. Ich dachte, sie geht wirklich hoch. Mensch, 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 also man muss echt sagen, egal wo man ist, man gewinnt irgendwie immer Münzen,
Und damit kommt man hier auch überhaupt nicht fort, habe ich das Gefühl. Also 10 Karma auch nicht gewonnen. Perfekt. Ach, jetzt sind wir sogar befreit. Ja, also das wäre an sich die ganzen Maschinen, die ihr auch alle über den Teleporter hier erreichen könnt. Alles klar. Gut, danke, dass du mich für gegessen hast. Das ist auch schon mal super. Ich habe euch die ganzen Maschinen gezeigt. Ich finde das hier Ganze schon recht gut dekoriert. Am besten dekoriert gefällt mir das Power Diving. Also, ich finde das ja mal so geil dekoriert. Also, normal. Diese Slot-Maschinen kennt man ja von den ganzen normalen Casinos auf der 1.8. Sind ja nichts Besonderes. Aber hier noch so schön alles dekoriert. Das finde ich einfach ganz super. Und falls ihr auch mal hier vorbeischauen wollt, aber jetzt euch denkt, für Casino Geld ausgeben, weiß ich nicht. Zwei von euch können jetzt nämlich was in den Kommentaren gewinnen. Denn ich habe hier noch 32 Mini-Coins und 32 Big-Münzen für euch zum Verlosen. Ich würde sagen, wir machen daraus zwei Gewinne. Einer gewinnt die 32 Mini-Münzen und einer die 32 Big-Münzen. Das Einzige, was ihr dazu machen müsst, einfach einen Kommentar schreiben. Wie gefällt euch das Casino? Welches Slot findet ihr am besten und schönsten zum Spielen? Dekoriert, wie auch immer, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Ja, ich wollte gerade schon das Video beenden. Mir ist gerade aber hinterher aufgefallen, dass ich was vergessen habe. Und zwar kommt ihr auch über den Teleporter zu Coin-Verkäufer. Und das ist eigentlich auch sehr wichtig, falls ihr hier Coins kaufen wollt. Und zwar habt ihr hier nämlich gerade... Ach so, lol. Ist mir gerade aufgefallen, der Winnie Pooh. Ja, das Casino hat ja 100% gleich mehr Drip, wenn hier Winnie Pooh noch arbeiten. Lol. Die Köpfe waren gerade einfach durch den Nametag weggebuggt. Ihr seht nämlich hier, wer gerade online ist. Wenn die Lampen eben leuchten, wisst ihr, dass diese Person da ist und ihr dabei eben Coins kaufen könnt. Gerade ist zum Beispiel der Lost Gizmo und der Playflex online. Und hier die beiden anderen sind zum Beispiel gerade nicht online. Dort könnt ihr gerade keine Coins kaufen. Hier habt ihr auch eine Truhe, damit ihr wisst, wie viel kostet welche Münze. 32 Münzen verlose ich zum Beispiel. Kosten 8000 Dollar oder 32 Big Münzen kosten 12.800. Das Ganze könnt ihr auch in wenigeren Form kaufen. Zum Beispiel 5250 oder gleich ein Stack für 16.000. Dementsprechend und Moment mal 32 und ja, wollen wir es Playflex sagen, dass hier 32 zu wenig drin sind? Ich sag mal so, er sieht das Video, von daher könnt ihr hier nochmal 32 Coins reinlegen. Es sei denn, je nachdem, da wird dann gefragt, willst du 32 Coins oder 32 Coins kaufen? Und je nachdem, was geantwortet ist, kommt dann eben der Preis zustande, sag ich mal. Es gibt hier nämlich auch ein Starter-Set, das fand ich nämlich auch richtig geil. Das habe ich auch noch nirgendwo gesehen, dass es ein Starter-Set gibt. Das kennt man ja auch sonstigen Firmen aus dem Internet, wo es einfach so ein Probierpaket oder ein Starter-Paket gibt. Und das gibt es hier einfach auch für 650 Dollar. Da kriegt man dann einmal so eine Mini-Münze und eine Big-Münze. Ist ja zwar nicht viel, aber 650 Dollar ist jetzt auch nicht die Welt, muss man sagen. Und das Ganze wird auch nicht wieder zurückgenommen. Bedeutet, wenn ihr euch einen Stack kauft und nur einen halben Stack verspielt, ja, kriegt ihr nicht zurückerstattet. Aber das, denke ich mal, ist jetzt auch nicht so schlimm. Hier auf der anderen Seite sind sogar die 64 drin. Auf der anderen Seite hat es wohl nicht mehr gereicht. Gut. Ansonsten würde ich sagen, war es das vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Haut rein, wir sehen uns Dienstag, Mittwoch wollte ich schon sagen, Dienstag 15 Uhr zu einem weiteren Video. Haut rein und ciao, Leute.